Salam alaikum und hallo allerseits. Heute möchte ich wieder mit euch über einen Trend reden. Es geht um den Khaliji-Hijab. Einige kennen ihn auch unter dem Bienenstock-Trend oder Bienenstock-Hijab oder Big Bun oder sogar Kamelhöcker-Trend. Es geht um die große runde Beule unter dem Kopftuch einer Frau, die den Eindruck erwecken soll, sie hätte ihre langen Haare zu einem großen Dutt zusammengerollt. Eigentlich stecken darunter aber große Knotenringe und früher hat man tatsächlich sogar Joghurtbecher oder Milchbehälter dafür verwendet. Muslimas und ihr Hijab und vor allem das Kopftuch werden in dieser Gesellschaft so unter Druck gesetzt, dass dieses Tuch, vor allem dieses Kopftuch, immer mehr modernisiert werden soll und mehr zu einem Trend werden soll, als dass man dieses religiöse Symbol und diese religiöse Tracht mit einem Sinn und Zweck trägt. Und damit vergessen viele leider Stück für Stück, warum Gott uns vorgeschrieben hat, uns auf diese Art und Weise zu bedecken und was Sinn und Zweck dieses Hijabs ist. Nur um nochmal auf dieses Beispiel von einem anderen Video von mir zurückzukommen, Nonnen tragen ihren Habit, ihre religiöse Tracht, ohne sie an irgendwelche Trends oder Modezwecke anzupassen. Und sie tragen diese Tracht wirklich genau so, weil sie den Sinn und Zweck dahinter verstanden haben und verinnerlicht haben. Kommen wir nun nochmal auf die islamische Bedeckung der Frau zurück. Die islamische Frauenbekleidung ist ihre Verhüllung, ihr Hijab, um in der Gesellschaft als Mensch anerkannt zu werden, ohne auf ihre Weiblichkeit zu achten. Und jetzt möchte ich nochmal darauf eingehen, was genau der Hijab bedecken soll. Also was genau beinhaltet dieser Hijab, die islamische Verhüllung. Der Hijab soll den gesamten Körper der Frau bedecken, außer Gesicht und Hände. Außerdem sollte er entsprechend der Sitte und Kultur des Landes farblich angepasst sein, also nicht auffallen. Ausgenommen davon ist natürlich, dass in einem nicht-islamischen Land der Hijab an sich auffällt. Und als letztes, die Verhüllung sollte die Körperkonturen nicht betonen. Soweit so gut. Um jetzt nochmal auf den Kamelhöcker-Trend zurückzukommen, sehe ich darin nicht den Sinn für die islamische Bedeckung. Also wie sollte dieser Kamelhöcker am Kopf der Muslima in irgendeiner Art und Weise diesem Hijab dienlich sein? Wenn man darüber nachdenkt, dient dieser Trend doch eher wieder der Modernisierung und des Entfremdens des eigentlichen Hijabs, also des Sinn und Zwecks des Hijabs. Liebe Schwestern, lasst uns doch wirklich diese innere Stärke und Sicherheit in Bezug auf unseren Hijab und den Sinn und Zweck dieses Hijabs aufbauen, sodass wir in Zukunft gar nicht mit diesen Trends anfangen, gar nicht mitmachen oder beziehungsweise aufhören damit. Denn es gibt keinen Sinn, so einem Trend zu folgen und es wird euch auch nicht oder uns nicht weiterbringen, diesen Trends zu folgen. Aber den Sinn und Zweck des Hijabs zu verstehen und diesen auch einzuhalten, das wird uns weiterbringen und es wird uns wie eine Perle in einer Muschelschale immer zu etwas Besonderem machen. Und damit inshallah bis bald, tschüss und salamu alaikum.